Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind beim letzten Mal, nachdem wir ja mal gestorben waren, sind wir wieder hier in Sanctuary stehen geblieben. Und was ich jetzt machen werde, wir machen das nochmal, wir versuchen es nochmal. Wir teleportieren bzw. schnell reisen wieder dorthin. Und dann schauen wir uns das da nochmal an. In der Hoffnung, dass wir diesmal dann nicht drauf gehen, weil wir durch irgendwelche Minen oder Raketengeschosse getroffen werden. Und ich werde auf jeden Fall die Quicksave-Option wesentlich häufiger jetzt benutzen. Denn das ist relativ wichtig, wie ich ja daran gemerkt habe. Und noch ein Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig. Von jetzt an werde ich schauen oder werde ich mehr Zeit hier auf die beiden Hauptprojekte legen und daher entsprechend vorproduzieren können. Das heißt, ich hoffe, dass ich demnächst in der Lage bin, auch Krankheitszeiten dann regulär mit Weiterlaufen einfach überbrücken lassen zu können, wenn ich mal eine Woche oder so ausfall. Oder auch mal irgendwie anderweitig da was ausfallen lassen zu können, wenn ich es dann entsprechend dann wieder aufhole. So, was haben wir für eine Waffe? Okay. Die ist leer. Die ist leer, sobald wir sie wechseln. Nehmen wir erstmal die. Wie gesagt, wir werden jetzt auf jeden Fall öfter mit Quicksaves arbeiten. Und ich kann mehr. So, den sollen wir jetzt zurückerobern. Ich mache jetzt hier den ersten Quicksave. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Da ist auf jeden Fall ein Radio. Ich sehe hier noch überhaupt nichts. So, da kommt eine Maulwurfsratte. Ah, da ist also Minen. Ich sehe schon. Oder irgendwie sowas. Oder vielleicht auch nicht. Nee, eigentlich nicht, ne? Gut. Haben wir die schon mal weg. So. Können wir mal hier wieder gucken. Nimm mal mit. Ich glaube, das kann man ja wieder entsprechend gebrauchen. Also im Moment ist keine mehr, die kommen, ne? Von irgendwas sind wir aber letztes Mal irgendwie gesprengt worden. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, von was das war. Aber wir haben jetzt schon mal die ersten Maulwurfsratten tot. Daher würde ich sagen, Quicksave ich hier mal. Und dann gehen wir mal ein bisschen mehr hier in die Richtung. Okay, da ist nur noch ein Wasserloch, wovon erstmal jetzt nichts ausgeht, außer dass wir verstrahlt werden. Halten Sie das für eine gute Idee? Okay, das Vieh läuft gerade vor uns weg, kann das sein? So, hätten wir das auch futsch. Ach, das war's schon. Bau und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Ups. Das war die Taschenlampe. Das war doch V gedrückt halten, oder? Wir gehen mal kurz da rein. Haben wir wieder das Minispiel. Das war anders geplant. Ach komm. Aha, geht doch. Wie schön. Werkstatt. Eine Rekrutierungssendestation. Keine Ahnung. Böden, Wände, Fertighäuser vielleicht. Rekrutierungssendestation. Na, da ist nichts. Da ist nichts dabei. Oder ist das bei Sonstiges? Geländerbrücke. Geländer. Nö. Metall, Fertighäuser. Boden und Dach, Durchgang, Ecke, Ende des Korridors, Wand und Dach, kleine Metallhütte. Hm.
sind nur noch Dächer. Sonstiges. Stachelpfahl. Kochherd, Kochstation, Laborstation, Powerrüstung, Waffenwerkbank, das ist es auch nicht. Ressourcen ist es auch nicht. Läden. Vielleicht ist da irgendwas. Fernseher, Toilette, Wackelpuppen. Och komm, ey. Also eins, das ist eine Kritik, die ich vielleicht mal an Fallout lassen darf und kann. Die Menüs finde ich echt so dermaßen ätzend. So, wir sollen Rekrutierungssendestation oder sowas sollen wir bauen, ne? Baue und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Und es wird einem nicht angezeigt, wo sich die befindet oder was. Und man muss dann halt gucken. Wachposten ist es nicht. Geschütztürme ist es vermutlich auch nicht. Eine Falle ist es ja auch nicht. Es ist eine Rekrutierungssendestation. Ach Gott. Das nimmt jetzt so viel Zeit ein, im Endeffekt, für so einen Schwachsinn. Korridor, Ende des Korridors, Wand, kleine Hütte. Ich möchte eine Rekrutierungssendestation. Würde das Spiel mir denn einfach mal sagen, wo ich diese finde? Es ist nicht wahr. Generator, Windrad, Stecker, Licht, sonstiges. Rekrutierungsfunkleitstrahl. Ist das das Ding vielleicht? Tatsache, oder? Achso, das Ding braucht jetzt natürlich noch Strom. Ist auch schön, wenn es so ist, dann hat es auf jeden Fall da einen anderen Namen, als es normalerweise hätte. So, der reicht ja wohl. Ist es das? Das funktioniert nicht ohne Energie. Willst du mich eigentlich verarschen? Das funktioniert nicht ohne Energie. Ja. Da muss ich... Was? Verlege jetzt ein Kabel. Wie verlege ich denn hier Kabel? Ach, Kabel anbringen. Oh mein Gott. Nein. Okay. Sorry. Wie gesagt, das finde ich, manchmal sind die Erklärungen sind doch sehr spärlich. Das habe ich aber auch schon an anderen Punkten gehabt. So, wir reisen jetzt wieder zurück nach Sanctuary, geben die Quest ab und dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Und, ja, dann kommen wir auf jeden Fall langsam vorwärts. Sowas finde ich nervig. Ich meine, vor allem, ich will ja eigentlich auch nicht so viel Scheiß jetzt, so viel Zeit mit so Scheiß Nebensachen oder so Kleinigkeiten da verbringen. Ich will spielen, ich möchte Story erleben, ich will... Eigentlich dachte ich, wäre das Spiel sehr Story-intensiv, deswegen wollte ich das auch spielen. Und es macht ja auch Atmosphäre bis zum geht nicht mehr, deswegen... Naja, sprechen wir nochmal mit ihm. General? Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Klar. Eine Gruppe Ghule hat sich in der Nähe einer Siedlung eingenistet. Die Leute könnten unsere Hilfe brauchen. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen, also sieh mal, was du tun kannst. Gut Problem bei Kinderkrippe in Greentop. So, ich möchte aber ja auch irgendwann mal nach Diamond City. So, da müssten wir jetzt nach dort hinten. So, Diamond City ist hier unten. Da würde ich sagen, wir machen die erstmal weg. Die Feuerunterstützung können wir uns auch mal mit anzeigen lassen. Die liegt nämlich... Ah, da auf der Mitte dazwischen.
Okay, wir gehen einfach mal zur Cambridge Polymer Labs. Ach, den habe ich noch nicht entdeckt. Dann gehen wir zur Corvega-Station und machen uns langsam auf den Weg dann nach unten von da aus. Scheint mir zumindest jetzt gerade das Sinnvollste zu sein. Um das zu tun. Ja, die Ladezeiten könnten auch kürzer sein. Zumindest wenn man so an Betracht der Optik des Spiels denkt, könnten die kürzer sein. Ich meine, die Optik ist, wie gesagt, ich finde sie jetzt nicht schlecht. Sie wurde im Vorfeld, finde ich, schlechter gemacht, als sie ist. Wir haben ja noch nicht viele von diesen Regensachen und Ähnlichem gesehen. Daher, finde ich, kann man darüber jetzt nicht unbedingt was sagen. Okay, müssen wir eigentlich nur irgendwo hier da oben vorbei, ne? Wie gesagt, ich finde, man kann die Optik kann man jetzt nicht schlecht reden. Also es wäre, wenn man sagen will, die Optik ist schlecht, fände ich das schon hart. Es läuft an manchen Stellen nicht so rund, wie es mit der Optik laufen sollte, glaube ich. Das kann man sagen. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel haben wir die Stelle gehabt, da sobald das Wasser kommt, kann es durchaus sein, wenn Areale nachgeladen werden, dass es dann zu Frame Drops kommt. Ah, du bist hinter mir. Sehr gut. Sowas kann passieren, ja. Ist auch keine Seltenheit, definitiv nicht, aber ja, es gibt Schlimmeres und der nächste Patch kommt jetzt bald. Genau, jetzt hat man es gerade gesehen, da hinten sind auch Texturen ein bisschen aufgeploppt. Ist schade, aber dennoch finde ich, die Atmosphäre kommt gut. Manche sagen, ja, die Filter bei Fallout 3 fand ich besser. Ich persönlich muss sagen, ich habe ja Fallout 3 auch jetzt kurz vor Fallout 4 nochmal angefangen zumindest, oder erstmals angefangen. Und ich muss sagen, mir persönlich gefällt die Optik und allgemein das Feeling hiervon besser als von Fallout 3. Okay, die Waffe ist wirklich gut. Okay, wir sind auch gleich schon da. Zwischenspeichern hätte ich fast wieder vergessen. Oh. Das ist gut. Kronkorken ist immer gut. Schnapsglas brauchen wir nicht, aber Kronkorken nehmen wir mit. Ja, wie schon gesagt, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, wir müssen eigentlich aber auch nicht hier drin bleiben. Wir sollten gucken, dass wir weiterlaufen. Ich speichere nochmal. Das ist doch. Sehr schön. Na, Gude. Okay. Hoppla. Laden wir nochmal nach. So, jetzt müssten wir eigentlich langsam, genau. Oh ja, wir gucken uns mal hier so ein bisschen um. Wir machen das ja gerade. Gleich wieder auf, glaube ich. Reden wir mal mit ihm. Hi. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Ich versuche nur hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben.
Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Das hier wäre für uns beide viel leichter, wenn du kooperieren würdest. Oh. Also, wo kommst du her? Ich komme aus Vault 111. Du bist also einer dieser Vault-Bewohner? Die meisten Leute würden das verheimlichen. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Ich helfe euch weiterhin, aber du schuldest mir erst eine Erklärung. Ganz richtig. Je mehr wir wissen, desto besser können wir helfen. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sternen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission. Aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken. Aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Helen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Stählernen Bruderschaft zu helfen? Was ist das? Was ist die Stählerne Bruderschaft? Unser Orden will das Wesen der Technologie verstehen. Ihre Macht. Ihre Bedeutung für uns Menschen. Und wir kämpfen, um diese Macht vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Missbrauchen von Technologie? Auf welche Weise hat die Menschheit Technologie missbraucht? Vor dem großen Krieg waren Wissenschaft und Technologie kein Segen mehr, sondern eher eine Belastung. Die Atombombe, genetisch erschaffene Krankheiten und das FEV sind nur einige Beispiele für die Schrecken, die der technologische Fortschritt mit sich gebracht hat. Wir wollen dafür sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholt. Ihr kämpft für eine gute Sache. Es freut mich, dass du das ebenso siehst. Es gibt nur wenige außerhalb der Bruderschaft, die verstehen, in welcher Gefahr wir als Spezies schweben. Also, was sagst du? Wirst du uns helfen? Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Okay. Hast du noch irgendwie Waffen oder Ähnliches für mich? Das wäre super. Was gefunden? Helen, bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann mal los, Leute. Okay, Großer. Gehen wir. Ja. Komm her. Setz es auf. Ist gut. Dürfen wir? Schauen wir mal, was es da drin Schönes gibt. Wenn wir uns da aufrüsten können, ist natürlich spitze. Fusionszellen, immer gut. Patronen, auch immer gut. Inaktiver Funksender, wieso nicht? Gibt's hier irgendwo eine Waffenkammer oder irgendwie sowas? Das ist schon mal gut. Gucken einfach mal, was es hier so gibt. Persönlicher Eintrag. Nehmen wir mal mit. Redaway. Also fliegst du mich jetzt zusammen, oder? Eichhörnchen am Stiel. Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Ja, wie gesagt, wir schauen uns mal kurz um Kronkorken... Sorry. Kronkorkenvorrat klingt gut. Aufrüsten, da gehört für mich eigentlich noch ein bisschen mehr zu. Gibt's nicht hier noch? Ich wüsste gar nicht, wo ich hier mit dem Aufräumen anfangen sollte. Ja, willst du hier bleiben und aufräumen? Hast du Bock da drauf? Kann ich gerne da lassen. Ich glaube, wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Da wird man zumindest auf Anhieb finden, was man sucht. Kakerlakenfleisch. Redaway. Ah, nochmal Muni. Ein Stimpack. Ist ganz gut. Handschellen glaube ich nicht, dass wir die hier brauchen. Militäruniform kann auch erstmal nicht schaden. Jetzt noch mehr Munition. Nö. Nein.
Gucken wir mal da noch kurz rein, aber Fuhrpark klingt jetzt auch nicht so, als wenn da was drin wäre, wo ich sagen würde, oh, das brauchen wir aber. Okay, aber immer nochmal eine Fusion. Ah, doch. Okay, dann hat es sich doch schon alleine dafür gelohnt. Dann müsste ich doch jetzt eigentlich in der Waffe wieder was haben. Da haben wir auch wieder ein paar mehr Schuss für. Da auch. Nur da nicht, aber gut. Das ist verkraftbar. Die ist sowieso ziemlich gut. Powerrüstung haben wir ja gerade nicht an. Die könnten wir theoretisch jetzt holen gehen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so Sinn der Sache ist, wenn wir die ganze Zeit in der Powerrüstung laufen. Ich glaube, das ist schon fast okay, so wie wir das im Moment machen. Hältst du dich irgendwie für eine große Nummer? Klar. Immer. Benutze das Klemmbrett. Wecker. Sieht mir jetzt auch eigentlich nicht so aus. Abgeschlossen. Na, da bin ich nicht gut genug für. Schade. Vielleicht ein andern Mal. Okay, da ist auch nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, wir haben die 20 Minuten sowieso überschritten. Mal gucken wir mal gerade hier. Ah, es geht auch noch nach oben. Da ist nichts. Und hier geht's nur raus. Okay. In Ecken auch nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir uns dann mal mit den Leuten auf den Weg. Dann schauen wir uns an, was die so machen wollen etc. Vielleicht finden wir da was Schönes. Was? Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal hoffentlich bei Fallout 4 wieder. Bis dahin, tschüss!